Hallo, im vorherigen Video haben wir uns mit Code eine relativ einfach strukturierte Idee angeschaut, um einen Overlay-Graph zu strukturieren. Wir haben den Ring genommen, zufällige GUIDs eingefügt und die Idee war, dass wir den großen Fortschritt machen können, indem wir auf die andere Seite des Rings hüpfen, indem wir 2 hoch i für i zwischen 0 und m-1 addiert haben. In diesem Video schauen wir uns Plexton Routing an, was ebenfalls dieses Problem des großen Fortschrittes lösen muss, um keine lineare Suche, sondern eine logarithmische Suche zu erzielen. Allerdings ist das Plexton Routing anders strukturiert. Es hat eine etwas andere Vorstellung von Distanz und von Nähe und von dem, wie eine Routing-Tabelle aufgebaut ist. Plexton Routing werden wir dann im folgenden Video in einem konkreten System wie Pastry zum Einsatz bringen und schauen, was das für Konsequenzen hat. Zunächst mal brauchen wir wieder eine Vorstellung von Distanz. Im Chordring war es der Ring und die Distanz im Ring im Uhrzeigersinn, im Gegenuhrzeigersinn. Hier machen wir das etwas anders. Ich habe wieder eine GUID, sagen wir mal 128 Bits lang. Diese GUID stelle ich mir vor, aufgeschrieben als eine Hexadezimalzahl. Also irgendwas 65A1, FC und so weiter und so weiter. Das heißt, pro Stelle kann ich 4 Bits darstellen, also 128 durch 4. Also brauche ich 32 Hexadezimalziffern, um das aufzuschreiben. Okay. Wenn ich jetzt 2 solche GUIDs miteinander vergleiche, dann werde ich das Stelle für Stelle in diesen Hexadezimalzahlen machen und daraus eine Tabellenrepräsentation ableiten. Und diese Routing-Tabelle sieht folgendermaßen aus. Wie gesagt, ich nehme hexadezimal aufgeschriebene GUIDs und ich nutze die Struktur als Hexadezimalzahl, um eine Routing-Tabelle folgendermaßen zu strukturieren. Ich habe 16 Spalten, eine Spalte für jeden Wert einer Hexadezimalzahl. 16 Spalten sind 4 Bits, also gruppieren wir hier eigentlich 4 Bits jeweils in diesen Spalten. Das heißt, um meine 128 Bits jetzt aufzuteilen und komplett niederschreiben zu können, brauche ich 128 durch 4, 32 Zeilen. Und die nummeriere ich von 0 bis 31 durch, sodass ich hier eine Tabelle habe, in der ich die einzelnen Zeilen, ich habe jetzt nicht alle 31 hier aufgezeichnet, sondern nur ein paar davon, und die entsprechenden Spalten von 0 bis F. Das F ist hier leider ein bisschen rausgeragt. Was schreibe ich jetzt in meine einzelne Zeile, in eine solche Zelle meiner Tabelle, also zum Beispiel hier in der 4. Zeile und der 7. Spalte, würde ich etwas hineinschreiben, was mir einen Nachbarn in meiner Overlay-Topologie identifiziert. Dazu brauche ich die GUID dieses Nachbarn und eine IP-Adresse. Und vielleicht noch Portnummer und so weiter, aber ich brauche einen Namen in dem darunterliegenden Kommunikationsmedium, in dem darunterliegenden hier IP-Netz, also eine IP-Adresse. Okay, also eine GUID als Identifikator meines Nachbarn und die IP-Adresse. Aber welche GUIDs und welche IPs schreibe ich jetzt eigentlich wo in dieser Tabelle auf? Dazu müssen wir uns überlegen, welche Bedeutung die Zeilen und die Spalten hier bekommen in dieser Plexton Routing-Tabelle. Die Idee ist die folgende. Angenommen, wir haben Informationen für einen Knoten mit einer GUID. Das sollte tiefgestellt sein. Was schreibe ich jetzt also in eine solche Zelle und wo schreibe ich es hin? Angenommen, wir schauen uns die Routing-Tabelle eines Knoten Vs an, der eine GUID V1, V2, V3 bis V32 hat. Die 2 sollte hier auch tiefgestellt sein, tut mir leid. V1 bis V32 hat. Achten Sie drauf, ich fange an, hier mit 1 zu nummerieren bis zu 32 durch. Meine Zeilen waren allerdings ab 0 nummeriert. Okay, müssen wir drauf aufpassen. Wenn Sie jetzt Informationen über einen anderen Knoten V' haben, dann würde dessen Information in eine Zeile eingetragen, bei dem Sie in den ersten Stellen übereinstimmen bis zu einer bestimmten Stelle R. Sie schauen sich also, ich male es Ihnen auf. Wir müssen uns also überlegen,
in welche Zelle der Routing-Tabelle wir Informationen für einen Knoten schreiben. Also Routing-Tabelle nach Plexton. Wir sind auf Knoten V1, V2 bis V32. Das soll meine 128-Bit-Grid darstellen. Und ich habe die Tabelle mit 0, 1, 2 und so weiter, EF als Spalten und 0, 1, 2 und so weiter bis 30, 31. Und jetzt schaue ich mir an, dass ich Informationen über einen Knoten, sagen wir U1, machen wir das andere Farbe, damit wir das besser unterscheiden können. Und ich habe einen anderen Knoten U1, U2 und so weiter bis U32. Anderer Grid. Und jetzt überlege ich mir Folgendes. Ich schaue mir an, Hexadezimalstelle für Hexadezimalstelle, bis zu welchem Eintrag die beiden übereinstimmen. Nehmen wir mal an, sie überstimmen in den ersten beiden Hexadezimalziffern überein. Das heißt, V1, V2 und so weiter, ich schreibe es hier nochmal separat hin, U1, U2 und so weiter. Hier sind sie gleich und U3 und V3, diese Stelle ist die erste Stelle, an der sie sich unterscheiden. Die erste Stelle, an der sich diese beiden UIDs unterscheiden. So, das kommt jetzt also in die Zeile mit Index R, in die erste Zeile, sodass sie in den ersten R-Stellen übereinstimmen. Das hier ist also zwei Stellen, R gleich zwei Stellen stimmen überein. Also komme ich in die zweite Zeile, R gleich 2, und ich schreibe es in die Spalte mit dem Wert U3. Also die Stelle, an der sie sich unterscheiden. Sagen wir U3 als Beispiel. U3 hat den Wert 2, damit ich das schön in die Tabelle schreiben kann. Also ist das hier mein U3, also bin ich in dieser Zelle meiner Routing-Tabelle gelandet. Hier werde ich die Informationen eintragen für meinen Knoten, für meinen neuen logischen Nachbarknoten U1, U2 und so weiter und so weiter. So, man muss da immer mit den Indizes etwas aufpassen. Und das ist so gemacht, dass sie für den Fall, dass sie sich auch in keiner einzigen Stelle übereinstimmen, dass sie in keiner einzigen Stelle übereinstimmen, dann sind sie in R gleich 0, auch erste Stelle ist unterschiedlich. Und dann passt das von der Nummerierung her. Und wenn sie sich in 31 Stellen übereinstimmen, naja, dann bleibt nur noch die letzte Stelle, mit der sie sich unterscheiden können, und dafür haben sie dann die Spalten, um das auszudrücken. Okay, also so füllen wir diese Tabelle mit Werten. Wir haben hier auch noch ein Beispiel dafür, für den Knoten V65A1 und so weiter, hier nur ausschnittsweise gezeigt. Dann würde ich ja hier Werte eintragen, zum Beispiel hier in Spalte, in Zeile 1, würde ich Informationen eintragen über Knoten, die sich in der ersten Stelle übereinstimmen, die also mit der Hexadezimalziffer 6 anfangen, aber sich in der zweiten Stelle unterscheiden. Es darf also keine 5 hier auftauchen. Also, wir haben hier eine 6.0 mit Einträgen, eine 6.1, eine 6, das müsste eine 6.2 sein, Entschuldigung, eine 6.3, eine 6.4. Eine 6.5 kann es nicht geben. In der Zeile, in der Zelle 6.5, also erste Zeile,
Und fünfte Spalte kann es keinen Eintrag geben. Warum? Das würde ja bedeuten, dass ich in der ersten übereinstimme, dann in 5 ebenfalls übereinstimme, ist ja 6, 5, aber dann müsste ich ja in die nächste Zeile gehen. Also es gibt immer die entsprechende Spalte für die entsprechende Spalte für den Wert des Knoten V in der entsprechenden Zeile, die ist immer leer. Nicht hier in der 0. Zeile ist die Spalte 6 leer, in der ersten Zeile ist die Spalte 5 leer, in der dritten Zeile, also in der zweiten Zeile, wenn wir mit 0 anfangen, in der zweiten Zeile wäre die Spalte A leer und so weiter. Dann müssen Sie in die nächste Zeile gehen. Okay? Genau. So, was schreiben Sie da rein? Wie gesagt, da schreiben Sie alles rein, was Sie brauchen, um an einen solchen Knoten herantreten zu können. IP-Adresse, seine komplette GUID, Portnummer, was auch immer. Das ist die Routing-Tabelle. Das ist die Plexen-Routing-Tabelle. Was wir zusätzlich uns noch merken, aus purer Pragmatismus, ist noch die unmittelbaren Nachbarn. Also wenn Sie einen Knoten kennen, der sich nur in einer einzigen Stelle von Ihnen unterscheidet, der letzten Stelle, dann werden Sie das alles ausfüllen. Das ist aber ja Ihre letzte Zeile, nicht? Da steht ja im Prinzip alles das drin, was Sie haben. Sprich, je weiter unten, in weiter unteren Zeilen Sie sind, umso näher, in Anführungszeichen, in dieser Metrik sind Sie schon. Okay, so, wie machen wir jetzt Forwarding in dieser Struktur? Naja, das Forwarding ist eigentlich relativ klar, warten Sie, ich zeige es Ihnen in der Tabelle. Also wir sind bei Knoten 65A1 irgendwas. Jetzt haben Sie als Ziel eines Forwarding-Requests, zum Beispiel für ein GET, einen anderen Knoten mit einer anderen U1, U2, U3 und so weiter. Gut. Naja, was vergleichen Sie? Sie vergleichen stellenweise. Sie schauen sich an, ob Sie in der ersten Stelle übereinstimmen. Wenn Sie in der ersten Stelle schon nicht übereinstimmen, dann wissen Sie, dass Sie in der 0. Zeile nachschauen müssen und Sie suchen in der Spalte U1 nach dem entsprechenden Wert. Also machen wir nochmal ein Beispiel. Angenommen, wir haben Knoten V gleich 65A1FC und Sie haben einen Knoten U, zu dem Sie wollen, mit 7BC321, keine Ahnung. Sie sehen, dass Sie sich in der ersten Stelle unterscheiden. Erste Stelle unterschiedlich. Also R gleich 0 Stellen identisch. Also in Zeile 0 schauen. Und zwar in Spalte U1 gleich 7. In der Spalte müssen Sie nachschauen, denn dann würden Sie ja an einen Knoten, warum? Das würde zu einem Knoten mit UID 7 irgendetwas gehen. Und das ist der beste Knoten, das ist der nächste Knoten in dieser Ähnlichkeitsmetrik, das ist der nächste Knoten, den Sie kennen, machen, der am nächsten an dieser Ziel-GUID 7b und so weiter liegt. Machen wir noch ein zweites Beispiel, machen wir noch einen U' mit 65AB31. Was überlegen wir uns? Wir überlegen uns, dass wir die 65a, die 65a ist gleich. Also wir sind 3 Stellen gleich. Also in R gleich 3 dritte Zeile schauen. Und wir brauchen Spalte U-4, wir sind ja in der vierten Stelle unterschiedlich. Also in der Spalte B müssen wir nachschauen. Die Hoffnung ist, dass wir damit zu einem Knoten mit UID 65AB irgendetwas kommen, der hoffentlich möglichst nah an diesem anderen Knoten sich schon in der Nähe befindet. Okay? Was hat das für eine Konsequenz? Das hat für eine Konsequenz, wenn alle Ihre Plexen-Tabellen voll sind, dann werden Sie mit jedem Forwarding-Schritt
eine dieser Hexadezimalstellen korrigieren, mindestens eine, vielleicht sogar mehrere, mindestens eine korrigieren und entsprechend näher zu dem Ziel kommen. Kleine Hausaufgabe, überlegen Sie sich, warum es mehrere sein können und nicht genau eine. Es können auch zwei oder drei sein. Und damit haben Sie wieder logarithmisch viele Schritte nur zu tun, weil Sie ja für den gesamten Nummernraum nur logarithmisch viele Bits brauchen, um den entsprechend darzustellen. Okay. Ja, das ist eigentlich auch schon Plexenrouting. Für den Fall der vollen Tabelle, das ist hier alles nochmal aufgeschrieben. Man muss immer ein bisschen aufpassen, wenn man Plexenrouting sich überlegt, dass man in Zeile R-Stellen übereinstimmen muss, sich dann in Zeile R-1 oder R+1, an der Stelle muss man ein bisschen nachdenken. Aber an sich ist es ein relativ, naheliegendes, eigentlich auch ein anschauliches Verfahren, denke ich. So, das verallgemeinert sich jetzt natürlich. Ich muss das nicht in Hexadezimal, also Vierergruppen von Bits gruppieren. Ich kann das irgendwie gruppieren, wie ich möchte. Und dann kann ich meine Routing-Tabelle entweder schlanker und länger oder breiter und kürzer machen. Aber das macht jetzt auch nicht den entscheidenden Unterschied. Die Idee ist immer die gleiche. Tatsächlich ist ein degenerierter Fall, wäre ja, wenn Sie das auf genau eine Bitposition reduzieren, funktioniert das immer noch. Das ist eine nette Stelle. Halten Sie mal das Video an, denken Sie mal drüber nach, was passiert, wenn ich jetzt das Plexenrouting degenerieren lasse und sage, ich gruppiere nicht mehrere Bits, sondern ich lasse es auf ein Bit, also auf zwei Spalten 0 und 1 zusammenfallen. Funktioniert das immer noch oder geht das dann nicht mehr? Ja, funktioniert immer noch. Gucken Sie unter Kademlia nach, es läuft genau darauf hinaus. Okay, das ist Plexenrouting. Nach Mr. Plexton, der das schon eine ganze Weile, lassen Sie mich nachgucken, ich weiß es auch nicht auswendig, Plexton 1999 erfunden hat und erst später, 2001, sind dann diverse andere Leute auf die Idee gekommen, sowas Ähnliches zu bauen, Pastry, Tapestry und so, die das als Independent Rediscovery dann benutzt haben, um ein konkretes System zu bauen, zum Beispiel eben Pastry. Mit der wesentlichen Eigenschaft, Sie haben logarithmischen Suchaufwand für eine Routing-Tabelle einer festen Größe, die aber im Wesentlichen auch logarithmisch ist, in ihrer Größe Ihres Suchraums. Und das ist ja schön, das ist ja eigentlich nett. Wirklich funktionieren tut das gut, wenn Ihre Keys und Nodes, also Ihre einzutragenen GUIDs, gleichförmig verteilt in Ihrem GUID-Space sind. Wenn Ihre Verteilungen da verzerrt sind, wenn das nicht gleichmäßig verteilt ist, dann stimmt das alles nicht mehr so schön. Dann würden sich ja die Anfragen irgendwo clustern und an der Stelle würden Sie dieses logarithmische Reduzieren nicht mehr hinbekommen. Okay, soviel erstmal hier zum Plexenrouting an sich. Im nächsten Video gucken wir uns an, wie man daraus ein konkretes Peer-to-Peer-System baut, nämlich Pastry. Danke fürs Zuhören.